Es war ein Grund zum Feiern. Die Straßensanierungen in der Schliemannstraße, Robert-Belz-Straße, Flotow-, Seidel- und Wossidlow-Straße sind nach 6 Jahren beendet. Keine Geräusche mehr von Baggern und Straßenpflasterungsarbeiten in dem Gebiet, sondern nun kann man die Vögel wieder zwitschern hören. Insgesamt wurden hier 5,3 Millionen Euro verbaut, ließ Gunter Brüß als Abteilungsleiter Stadtplanung wissen. Neben der Stadt selbst waren hier auch der städtische Abwasserbetrieb und die Stadtwerke Güstrow mit am Werk. 21 Bäume wurden gepflanzt und die 166 Bewohner dieses Quartiers können sich nun freuen, dass jetzt alles fertig ist. Die Zeit der Bauarbeiten haben Detlef Peters und Peter Osterwohlt hautnah miterlebt. Wir haben ja 2018 mit den Baumaßnahmen begonnen. Und der erste Abschnitt, da mussten sich erstmal alle finden. Und je nachdem die unterschiedlichen Firmen waren, sind auch unterschiedliche Ausführungen dann natürlich in der Reihenfolge und auch in der Schnelligkeit und so weiter. Aber ich kann nur sagen, dieser Baubetrieb, der war wirklich spitze. Also die sind ganz toll. Die Leute, mit denen konnte man reden, die haben auch gesehen, wo die Arbeit ist. Und da hat auch keiner rumgestanden. Und die waren super top organisiert. Also war gut. Und Qualität war gut. Wenn es auch etwas länger gedauert hat als gedacht, jetzt sind alle Arbeiten fertiggestellt und die Beteiligten zeigten sich zufrieden. Hartmut Reimann als Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses, ebenso wie Udo John als Geschäftsführer der BMR Tiefbau in Rostock. Zum abschließend angebotenen Essen waren viele Anwohner gekommen und erlebten auch das obligatorische Zerschneiden des Bandes mit. Ich freue mich wirklich richtig, auch über die Teilnahme der heutigen Veranstaltung. Wir haben ja wirklich an alle hier auch eine Einladung verschickt oder verteilt. Und ich denke einfach, das, was wir hier erreicht haben und was man jetzt hier sieht, das kann sich sehen lassen. Also man kann eigentlich nur sich freuen. Ein Quartier vollständig fertiggestellt mit Unterstützung der Stadtwerke und des städtischen Abwasserbetriebes, mit Verlegung auch für Glasfaser, ist ja auch alles mit berücksichtigt worden. Also es ist einfach toll geworden. Bürgermeister Arne Schuld erinnerte an die größeren Überflutungen in der Schliemannstraße und machte damit deutlich, dass die Arbeiten dringend notwendig waren. Er hofft nun mit den Verantwortlichen, dass in diesem Stadtteil in den nächsten 50 bis 80 Jahren nicht mehr gearbeitet werden muss.